Ja, ein Schlüssel für die Zukunft ist nicht nur lebenslanges Lernen, sondern auch die richtigen Themen. Ich habe jetzt Thorsten Leimbach hier. Thorsten, kannst du dich kurz vorstellen, was du machst? Ja, Thorsten Leimbach, Fraunhofer IIS. Ich bin Geschäftsleiter für den Bereich Smart Coding and Learning. Eine Geschichte ist nicht nur reden, sondern machen. Deshalb vielleicht mal kurz, wie sind wir zusammengekommen? Ich habe damals von der Roberta-Initiative Wind bekommen und habe dann gesagt, alles klar, da muss ich mit dabei sein, das muss ich fördern. Hab Thorsten angeschrieben und Thorsten hat nicht lange gefackelt, hat gesagt, komm vorbei. Ich mich wieder ins Auto gesetzt, wir haben zusammengesetzt und ja, wir haben einfach gestartet, haben geguckt, was kann man machen. Daraus ist jetzt Videoproduktion geworden. Ich gebe euch viel Input mit. Das ist erstmal so eine Geschichte auch für euch da draußen. Macht, sprecht die Leute an, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Ideen gut findet. Und vielleicht jetzt mal aufgegriffen, heute der Rahmen hier beim Digitalgipfel. Was macht Roberta hier heute? Roberta zeigt, wo die Zukunft hingeht. Also generell nochmal einen Schritt zurückzugehen, was du meinst mit wir machen, wir bringen die PS auf die Straße. Roberta ist hands-on. Also genau das. Wir erzählen nicht lange, wir erzählen nicht theoretisch, sondern bei uns bekommen Formeln einen Sinn. Und wir zeigen das, wie man das nutzen kann, um Hardware-Systeme, insbesondere auch Roboter, zu programmieren. Und was wir hier zeigen, ganz konkret, ist unsere Programmierumgebung, unsere Programmiersprache, die wir entwickelt haben, eben um das Internet der Dinge, Hardware-Systeme, Microcontroller begreifbar zu machen, aber halt auch programmierbar zu machen. Ich denke, wir kommen da gleich noch dazu, was das bedeutet, warum das für uns so wichtig ist, warum es so wichtig ist, die Jugend dafür zu begeistern und was es auch bedeutet, im ganzen Kontext lebenslanges Lernen das einzusetzen. Gehen wir doch direkt mal in den Fall, da schaut jetzt ein Schüler zu, ein Student zu, ein Lehrer, ein Professor. Wie kann man direkt starten? Ich bin immer ein Freund davon, okay, jetzt haben wir was gehört, wo können wir direkt starten? Ganz einfach, ihr geht auf unsere Plattform, die nennt sich Open Roberta Lab. Die URL ist lab.open-roberta.org. Und da findet ihr eine Einstiegstour, wie man unsere Programmiersprache nutzt, um direkt loszustarten mit der Programmierung. Ihr braucht noch nicht mal eine Hardware, sondern es gibt eine Simulation, einen kleinen Roboter, den man da steuern kann. Ist natürlich der erste Einstieg. Was wir ja wollen, ist, besorgt euch irgendwie die Hardware, am besten natürlich in den Schulen oder als Student an der Uni. Und dann legt er richtig los und zeigt mal, wie so ein Roboter seine Umgebung erkundet. Vielleicht ein kurzer Einwurf, weil ich kenne es selber, ich komme nicht vom Programmieren. Ich bin selber durch meine Projekte reingeschlittert und bin auch jetzt nicht wirklich Hardcore-Coder. Das Gute ist, bei der Umgebung muss ich nicht unbedingt coden können. Genau, nicht in erster Linie. Man muss logisch denken können, beziehungsweise trainieren wir das logische Denken oder das algorithmische Denken, wie man heute schon sagt. Was wir nutzen, sind visuelle Blöcke. Also Blöcke, die ein bisschen wie Lego-Steine sind, die man logisch miteinander verbindet. Wir kümmern uns darum, dass diese Blöcke für die Hardware, die man programmieren möchte, zugeschnitten sind. Also ganz wichtig, was man bei eigentlichen Programmiersprachen braucht, ist immer das Wissen um die Befehlskette. Also wie spreche ich einen Motor oder einen Sensor ganz konkret an in der jeweiligen Programmiersprache für den jeweiligen Sensor oder Motor, die alle unterschiedlich sein können. Bei uns ist das immer gleich, Motor heißt Motor, Sensor heißt Sensor. Dann wähle ich mir den aus, setze den zusammen und schon habe ich mein erstes Programm programmiert. Also wirklich innerhalb von 5 Minuten schafft das jeder mit uns, den Einstieg in die Programmierung zu finden. Super. Und natürlich die Frage, warum sollte ich das denn machen? Genauso wie mich die Leute mal gefragt haben, warum denn Mathematik? Was passiert gerade weltweit? Vielleicht da nochmal ein Einwurf, warum wirklich jeder geweckt werden sollte, sich für MINT zu interessieren. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Ja, natürlich macht Spaß. Also in erster Linie ist es irgendwie, wenn man ans Coden denkt, ist natürlich okay, man hat eine entfernte Fantasie davon, für was ich das brauchen könnte. Wenn ich Mathe, du weißt es ja selbst, wenn ich Mathe richtig anfange zu lernen, macht das ja auch Spaß. Das ist ja was, wo ich einen Aha-Effekt habe, wo ich Sachen verstehe, wo ich ein bisschen tieferes Verständnis für vielleicht unsere Welt bekommen kann. Im zweiten Schritt, und natürlich das ist der wichtige Schritt, unsere Welt verändert sich dramatisch. Wir haben einen digitalen Wandel, wir sehen das überall, es wird fast nichts mehr geben, wo nicht Software irgendwie drinsteckt. Die ganze Intelligenz, die man früher in die Hardware gebaut hat, die wandert ab in die Software. Das merken wir und das sehen wir ganz dramatisch und da ist Deutschland natürlich ein Stück weit hinterher. Und wir brauchen die Jugend, wir brauchen die jungen Leute, Mädchen gleichermaßen wie Jungs, die ihre Kenntnisse, ihre Fähigkeiten, auch ihre Kreativität damit einbringen, verknüpft natürlich mit diesem Wissen. Mit diesem Wissen, wie geht das? Also natürlich die Motivation ist das eine, aber das tiefe Verständnis für Programmierung, fürs logische Denken, Mathematik ist ein ganz wichtiger Faktor bei uns. Den müssen die jungen Leute auch mitbringen und wir helfen ihnen aber dabei, den Zugang zu finden.
Nicht zu sagen, boah, das ist ja langweilig und jetzt muss ich wieder das machen. Und dann muss ich mir irgendwie Codezeilen auswendig lernen, vorschleifen, auf einem Bildschirm runterrasseln, der keinerlei Sinn und Bedeutung hat, sondern nee, nehmt ihr unsere Blöcke, fangt an, bringt einen Roboter bei, seine Umwelt zu erkunden und das macht auch Spaß. Und dann bleiben die dabei und dann gehen die weiter und weiter und weiter. Thema die Jugend wecken, Begeisterung entfachen, intrinsische Motivation. Es geht jetzt nicht nur um Schüler und Studenten, sondern ein Riesenthema. Wir haben eine super Wirtschaft. Thema Aus- und Weiterbildung. Ich glaube, da kommen jetzt die nächsten Schritte. Ne? Genau, das sehen wir auch ganz stark, dass natürlich da, wo die Ausbildung sitzt, gerade in Deutschland, Automobilindustrie, Automobilzulieferer, Maschinenbauer, auch die erfahren nämlich eben den Wandel. Die müssen auch ihren jungen Leuten auf der einen Seite was bieten. Was ist State of the Art? Wo geht die Reise hin? Und auf der anderen Seite brauchen sie es, um ihr Business zu machen. Keine Maschine, ich habe es vorhin kurz erwähnt, kommt mehr aus mit einem Stück Software, sondern das Software muss auch intelligent sein. Das Software muss die Daten analysieren können, die sie selbst produziert. Und da brauchen wir eben die jungen Menschen in der Ausbildung, in der Schule, in der Weiterbildung. Natürlich, Ausbildung ist das eine, Mitarbeiterqualifizierung, Weiterbildung ist das andere. Da setzen wir auch ganz, ganz krass an. Da gehe ich noch einen Schritt weiter, so sehr ich natürlich die Jugend auch entfachen möchte. Thema Führungskräfte. Ich glaube, es wäre auch mal ein Impuls zu sagen, auch als Führungskraft sollte man sich mit den Themen beschäftigen, gerade im Mittelstand. Ich denke mal, auch da ist es eigentlich einfach hands-on anzufangen, oder? Ja, und es ist wie so oft im Leben ein Top-Down-Problem. Also wenn ich das als Führungskraft nicht vorlebe, wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, wenn ich nicht zumindest grob die Richtung verstanden habe, auch wovon ich sprechen soll, dann kann ich auch niemanden motivieren und begeistern, sich damit zu beschäftigen. Das ist ganz klar. Und in dem Verbund wird das erst richtig zum Leben erweckt. Ich brauche die jungen Leute, die ihre eigenen Ideen und Kreativität mit einbringen, die am Puls der Zeit sind bei ganz anderen Themen. Die wissen, wie Instagram funktioniert, wie Facebook funktioniert und Sachen, die ich wahrscheinlich auch gar nicht selbst kenne. Aber sie brauchen auch natürlich die Anleitung. Sie brauchen die Leitplanken. Wohin sollen sie denn ihre Kreativität lenken? Denn Kreativität ohne ein Ziel, ja, das sieht man bei Kindern, das ist einfach Spielen dann. Aber das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen das Spielen oder den Einsatz der Kreativität gezielt nutzen für eine Richtung. Und da braucht man das gesamte Zusammenspiel. Eigentlich haben wir alles abgedeckt. Thema digitales Lernen, lebenslanges Lernen auf digitalen Plattformen, ständiger Zugriff. Wie ist die Richtung so in den nächsten Jahren? KI. KI für alles. KI wird sich in allem auch dann jetzt festsetzen, wo Software vor 10, 15 Jahren war, ist jetzt KI quasi. Nur es wird wesentlich schneller gehen. Es wird rasanter vorangehen. Und da sehen wir, dass wir auch in die Schulen schon KI mit einbringen müssen. KI, Algorithmen zu zeigen, ein bisschen zu entzaubern. Ein bisschen so die KI kann alles oder KI wird das nie können. Ein bisschen da einen Anker zu setzen, auch ein bisschen eine Vision vorzugeben. Was geht heute schon und was wird vielleicht zukünftig gehen? Denn ein Leitsatz ist so relativ klar, KI wird auf die kurze Zeit komplett überschätzt, auf die lange Distanz komplett unterschätzt. Und auch da müssen wir die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten. Also der Roboter wird noch lange nicht die Hausaufgaben machen können, aber wir werden schauen müssen, wie wir den Roboter so steuern, den wir in unserem Haushalt haben oder unsere Smart-Home-Umgebung. Denn die wird kommen. Das wird auch nicht mehr zurückgehen. Und dazu wissen, wie das funktioniert, welche Daten da entstehen und wie ich vielleicht die Daten nutzen kann, um da produktiver auch zu werden. Das möchten wir den jungen Leuten vermitteln. Super. Thorsten, dank dir. Also, anfangen, alle Verlinkungen kommen irgendwo hier rein, unten in der Beschreibung. Es heißt, starten, testen und in die Zukunft gehen.